Patricia, 13 Jahre, behauptet, ich erkenne alle klassischen deutschsprachigen Weihnachtslieder nur an drei aufeinanderfolgenden Worten und das besser als Popstar Vincent Weiss. Patricia und Vincent bekommen jeweils abwechselnd nur drei aufeinanderfolgende Worte aus einer Strophe eines klassischen Weihnachtsliedes gezeigt. Für jeden richtig genannten Titel gibt es einen Punkt. Wer nach vier Runden die meisten Punkte erspielt hat, gewinnt das Duell. Wir starten das Weihnachtslieder-Duell und ich sage klein gegen groß, auf los geht's los! Hier kommt die erste Aufgabe für Patricia. Still und unerkannt. Hast du eine Idee, oder? Ich habe eine Idee, aber ich überlege gerade an der Melodie. Okay. Also ich weiß auch, den Text steht auch mir zur Seite, still und unerkannt. Das ist Träum ich leite an der lieben Hand. Mhm. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder ist richtig. Erster Punkt für Patricia. So, erste Aufgabe für Vincent. Trost und Kraft. Trost und Kraft. Du weißt es schon? Ich habe eine Ahnung. Sag mal. Trost und Kraft. Ich muss raten. Ich würde dann Stille Nacht sagen. Oh. Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mir was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, dein Kleid will mir was lehren. Du musst mindestens eins richtig haben, damit du am Ende singen darfst, ne? Dann streichen wir deinen Auftritt. So, kein Punkt für Vincent, zweite Aufgabe für Patricia. Knien betend davor. Knien betend davor. Ihr Kinderlein kommt. Stimmt das? Es ist. Ihr Kinderlein kommt. Zweiter Punkt für Patricia. Richtig gelöst. Und nächste Aufgabe für Vincent. Über die Meere. Über die Meere, das ist die zweite Strophe von Schneeflöckchen, Weißröckchen. Also, dein Tipp ist gegeben. Es ist Süßer die Glocken nie klingen. Aber Weihnachtszeit.
Eine glockenklare Stimme. Wie schön. Danke. Und kein Punkt für Vincent. Dritte Aufgabe für Patricia. Das ist Schneeflöckchen Weißröckchen. Ja. Das kommt nach den Meeren. Das wusstest du jetzt, oder? Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu. Dann schlafen sie sicher in den Schlafen. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Richtige Antwort, Patricia. Dritter Punkt. So, Vincent. Nächste Aufgabe. Jetzt mache ich auch einen. Ja. Ich hoffe doch. Sorge des Lebens. Mario? Ja, das ist richtig. Was sagst du denn? Naja. Auch hier ist das zwei Lieder im Kopf. Guck mal, ich sag mal nur so, ne? Das ganze Studio ist voller Hinweise. Schnee, leise rieselt der Schnee. Das ist richtig! Klein gegen Großchor. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Letzte Aufgabe für Patricia. Warten wir gespannt. Das ist in der Weihnachtsbäckerei. Oh, da werde ich mich freuen, wenn das stimmt. Weil das ein ganz schönes Lied ist. Das kennst du auch, ne? Das kennst du. Ja. Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein, du Schwein. Das darf man sagen. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen. Warten wir gespannt, verbrannt. Leckerei. Leckerei. Macht so mancher Knirsch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtskleckerei. In der Weihnachtskleckerei. Vierter Punkt für Patricia. Und ich dachte, wir kommen zum Stechen. Ja, ja, dachte ich eigentlich auch. Ja, aber du hast noch eine Aufgabe. Der Gnadenfülle. Der Gnadenfülle. Da war vorher in der Strophe was mit goldenen. Das ist die dritte Strophe von Stille Nacht, Heilige Nacht. Das stimmt! Ja? Dass du da hinkommst, ey, krass. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Toll. Toll gesungen, toll gespielt.
Punkt für Vincent Weiß, aber das Weihnachtslieder-Duell gewinnt Patricia mit 4:2. Herzlichen Glückwunsch! Hat sie super toll gemacht. So, Patricia, für dich gibt es ein Geschenk, Patricia. Der Weihnachtsmann hat mir nämlich geflüstert, dass du ganz dolle Pferde liebst. Das stimmt. Ja, und deshalb bekommst du von uns eine Woche Reiterferien auf einem Hof in der Nähe von Wien. Und heute gibt es hier schon, guck mal, das ist hier der Gutschein dafür und den dazugehörigen Reiterhelm. Danke. Oh, den gibt es heute hier schon. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.